Dumbledore's Gil seinen Lambo an, meine Freunde, weil das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich mir tatsächlich noch nicht reingezogen habe. Und danach kommt hoffentlich Trimax, Digga. Ich raste hier aus, Alter. Wo bleibt der Junge? Junge, die Saturation aber mal komplett hier rausgedreht aus dem Shot, Alter. Alles außer grün mal komplett hier rausgenommen. Direkt die erste Verkehrskontrolle jetzt. Nicht mehr 10 Minuten. Besser mit. Die Mucke. Oh mein Gott, Leute. Was ist das für ein Video? Was denn? Was denn? Mach hin, Digga, wir müssen los. Schön in der Montclair-Weste, Bruder. Da kann man sich die Creator-Code-Einnahme auf jeden Fall mal gönnen. Nicht der Tag, Mann. Niemals. Wann mach ich jetzt? So, Leute, heute ist wirklich ein großer Tag für mich. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Ich freue mich extrem. Wir werden nämlich heute mal. Hat Standardskill eigentlich extra einen Kanal gemacht für dieses Video mit dem Lambo, Digga? Hat er das wirklich gemacht? Ja, er hat extra einen Lamborghini-Kanal. Digga, da muss ich los, Alter. Ich bin gerade noch in meinem Stadtmobil unterwegs. Das Ding ist, es ist kein Leasing. Der Dude hat diesen verfickten Lamborghini gekauft. Er hat ihn gekauft. Creator Code auf seinen Nacken. Creator Code Revinzer, Leute. Ich will auch ein Lambo. Was soll das? Das Ding ist, also eigentlich ist es von meinem Bruder. Deswegen ist hier noch Kindersitz drin. Nee, Kindersitz sind nicht mehr drin. Ja, das ist für die Stadt, sage ich euch ganz ehrlich, das beste Auto der Welt. Hier, wir können einfach so schnell durchdüsen. Und, aber heute, jetzt wird es noch ein bisschen spezieller, Freunde. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich kann es auch gar nicht beschreiben, wie man sich fühlt, Digga. Ich würde gerade so sagen, als würdest du zum ersten Mal auf ein Date mit einer Frau gehen, aber ist auch nicht der Fall. Das Gefühl ist krasser irgendwie. Schlecht schlafen, also ich bin irgendwann eingeschlafen und ich hätte sogar fast verpennt, ja? Ja, schön, Philipp, juckt ja nicht. Das andere Auto, würde ich sagen. Hey. Guckt ihn euch an, Leute, in der Montclair-Weste mit dieser fetten Goldchain. Digga, manchmal denke ich für die Standardskill ist mehr Deutschrapper als Fortnite-Spieler, ehrlich. Deswegen holen wir jetzt erstmal den GTR ab. Brauche ich mich auch schon lange kein GTR mehr gefahren. Ist auch wieder eine geile Sache. Dann kommen gleich noch ein paar Kollegen mit. Das ist heute wirklich halt ein besonderer Tag, den jeder irgendwie so miterleben will. Und ich bin gehypt, Bruder. Wir werden uns gleich sehen. Aber er ist mega glücklich, Digga. Ich gönn's ihm. Das ist der Nachteil so ein bisschen am GTR, ne? Okay, gut, man will, es ist ein Sportwagen. Ja. Platz ist jetzt nicht sonderlich viel da. Und man kriegt auch keinen Kasten Wasser rein. Also, wenn man mal einkaufen wollt mit einem GTR, dann muss man den so rein, so schräg reinstellen. Das ist ein bisschen doof. Ich muss sagen, so ist das Auto. Krank, ja. Eins der heftigsten Autos, die ich jemals gefahren ist. 600 PS Heckantrieb. Es gibt ja nur Leute, die wirklich dieses Grün entweder mögen oder hassen. Aber ich muss sagen, eins der schönsten Autos. Hier, das ist ein GTR-Schlüssel. Das habe ich mir selber gekauft, dass man sieht, dass es ein GTR ist. Aber der Schlüssel sieht halt aus wie, könnte A-Klasse sein. Ja. Lucy, danke schön für deinen Sub. Bruder, der ist so laut. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with it. Der war noch ein krankes Auto, keine Frage. Keine Frage. Hier natürlich nochmal die Rolex am Start. Standardskill, er hat's einfach. Besser mit. So einen kleinen Tankstopp und dann final nach Hamburg. Anderthalb Stunden Fahrt. Ich bin entspannt, fahren vielleicht auch zwei Stunden. Kommt drauf an, was die Autobahn sagt. Und Digga! So, hier natürlich das gute Racing. Für die Leute, die sich fragen, wie das so ist in so einem Auto, also ich bin ja jetzt noch relativ jung und ich bin ja, also ich habe ja einen Termin gemacht. Man muss, glaube ich, so allgemein in so einem Autohaus einen Termin machen. Ich glaube, man kann nicht einfach so reingehen. Ich will mir aber auch nicht. Man geht nicht einfach rein und sagt, hallo, ich hätte gerne einen Lambo. Funktioniert nicht. Sicher. Und bin dann da hingefahren und ich muss wirklich sagen, Leute, das sind bei Autohaus Penske echt mega korrekte Leute. Ja, da Monster sein ja auch, mega ja. Mega nett zu einem. Obwohl die, ich glaube nicht, dass die mich jetzt im Vorfeld so kannten. Also die haben mich echt sehr, sehr gut behandelt. Das ist einfach wirklich, ich dachte immer so ein Autohaus, das so Schnösel, dies, das, so weißt du, so schickimicki, dies, ding, das. Und war gar nicht so gewesen. Ich habe mich wirklich so gefühlt, direkt reinkommt, vielleicht sind die Verkäufer auch da trainiert drauf. Ich schwöre, Leute, ich glaube, wenn Philipp Standardskill älter wird, er sieht 1:1 später aus wie Dieter Bohlen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das in meinem Kopf. Lass mal 20 Jahre warten und dieser Clip hier wird viral gehen, ich sag's euch. So, als wäre das so mein Kumpel, so, weißt du? Krasse Geschichte. Grüße an dieser Stelle, geh nochmal raus. Oh, 250. Philipp für ein Lambo, hängen wir einfach im Spiegel rum. Geil. Digga, noch 10 Minuten, dann sind wir da. Wirklich jetzt? Ja, 9,6. Nicht mehr 10 Minuten. Nicht mehr in 10 Minuten. Ich sag dir gerade, das Gefühl ist richtig schlimm schon. So richtig, so, kennst du dieses komische Gefühl? Ja, Mann. Also, eine ist schlecht, aber eine ist auch nicht so wirklich schlecht. Das ist
Ich hab noch nie so ein Gefühl gehabt, ja. Man kann das gar nicht vergleichen, ja. Einfach nochmal anderes Level, so, ja. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Messi, was geht? Kommen überhaupt jetzt einen Lamborghini zu holen, ich sag euch ganz ehrlich. Okay, Standards, kannst du deinen Lambo jetzt einfach zeigen? Er labert ja richtig viel. Penske, Digga, geisteskrankes Auto. Also wirklich, was die da für Karren haben. Ah, schmeckt. Sehr schön. Hast du ihn ja, du, meine ist ja poliert und alles, du hast ihn ja noch gar nicht echt gesehen. Ich hab nur noch mal drin. Ja, komm, wir gehen einfach hin. Junge, Junge, Junge. Ja? Den ganzen blauen Details und so. Digga. Auch der Lambo hier links, dieser Lamborghini SUV, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Auch ein richtig krankes Auto, wirklich, Digga. Mit den Dings hinten. Ja, ja, mega. Die Kohle, die Szene, wo er die Kohle geholt hat, hast du leider nicht gezeigt. Ja gut, war halt Geld holen, ist ja nicht so interessant. Urus, genau, Urus, Digga. Geistkrankes Auto. Schmeckt richtig gut. Oh mein Gott. Aber die Kohle sieht auch so krass aus, ne? Und oh, das passt, das sieht auch richtig geil aus. Mega, ja. Mega. Schade, dass sie ihn nicht so abgezogen das haben. So von wegen, also nicht ab, also jetzt nicht, also nicht Standardskill abgezogen, sondern halt mit diesem Ding drunter und so. Wisst ihr, was ich meine? So diese Decke da drunter und so alle so, Bruder, heftig! Hm. Das kannst du schlauen, ja. Mit dem Bremssetzen jetzt so. Boah, das ist schön. Also ich sehe ihn heute auch zum ersten Mal in der Farbe. Ich habe mir den ja in mattgelb gewünscht. Boah, sieht krass aus als vorgestellt, ohne Spaß. Du bist richtig rot, Philipp. Ja, ich kann es auch nicht stoppen. Ich will aufhören zu grinsen, aber es geht nicht. Ich habe so richtig weh. Tigerchen. Clean, würde ich sagen. Clean. Mit den Spoilern. Wie heißen die Dinger? Finnen. Die Finnen haben wir auch lackiert. Diffuser, oder? Ja, das ist der Diffuser und das sind die Finnen. Die haben wir auch lackieren lassen, so schwarz. Wie am Surfbrett. Ist halt krass, genau so. Das ist eine Finne, ist wie am Surfbrett. Das hilft halt aerodynamikmäßig halt ganz krass, weil es halt den Luftstrom so kanalisiert, den in so ganz kleine Bahnen lenkt und damit das Auto wirklich nochmal auf die Straße presst. Also ein Lambus kann man halt wirklich komplett krank auf 350, kann man den 370, kann man damit eine Kurve immer noch butterweich fahren, Digga. Das ist halt schon echt anders, wa? Brett. Ist natürlich auch ein geiles Design-Element, natürlich, Digga. Klar. Was sagst du dazu? Erste Impressions. Zu unreal. Zu ich kann es glauben wirklich dazu. Mega. Anders auf jeden Fall. Schau den euch an, Digga. Ich schau ja. Könnt ihr einen Arzt kurz auf dein Auge, dankeschön. Wann kommt dein Lambo? Wenn Lost Clan gut läuft, Rias, und du gut performst dann noch an der Stelle und wir dich dann zeigen, dann nehmen wir 80% deiner Einnahmen. Dann kommt auf jeden Fall mein Lamborghini auch. Oh, guck mal hier. Natürlich, da. Das ist nice, das ist cool. Das hat's beim. Das hat's auch beim Ford Mustang tatsächlich. Blau ist ja, das ist so. Noch als müsste Sonderedition sein. Als wenn der genau so bestellt ist. Perfekt. Sieht man so nicht so oft die Kombi, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt die Farbe ist auch echt richtig schön, muss ich sagen. Ja. Ist auch so ein richtig schönes Gelb. So ja, ja. Schön. Sieht halt jetzt durch das Grading im Video tatsächlich anders aus. Das sieht halt jetzt durch das Grading halt echt. Bisschen anders aus tatsächlich, die Farbe. Ich weiß gar nicht, ist das ein Gelb oder ein Orange? Keine Ahnung, klärt mich mal auf. Was ist das für ein... Lamborghini presst ja Carbon. Ah. Das ist ein Patent von dem mit Bullen. Ah. Die pressen das und dann kannst du das schneller in mehr Formen verarbeiten. Der Spoiler ist ja innen hohl. Ja. Weißt du, krass. Da wird hier Luft angesaugt, hier durchgeschmissen. Und deswegen was? Das steht alles aus dem Material, ne? Crazy. Ja. Durch den Spoiler. Ständig und ja. Sehr hart. Das war was anderes, ne? Das andere kennst du seit den 90ern so. Ja. Das hellgelb, mattgelb, mattgelb, okay. Das erste Mal, nicht das erste Mal, das zweite Mal. Ich bin noch so geflasht, das sieht alles so schön aus. Fässt sich so gut an. Bruder, es ist wie so ein Baby jetzt, ja. Ich will am liebsten die ganze Zeit, entweder man will die ganze Zeit draußen stehen und das angucken, oder man will wahrscheinlich auch drinnen sitzen und selber fahren. Ich weiß nicht, was geiler ist. Ja, ich würde sagen, wir machen den gleich mal an und machen mal einen Soundcheck, wa? Machen wir gleich mal, ja. Hier, das schöne Logo. Sieht schön aus, fässt sich gut an. Man sieht halt hier überall Alcantara, ne? Und hier dieses. Alcantara-Leder ist halt auch echt schön, muss man dazu sagen. Sieht extrem geil aus, meiner Meinung nach. Beim Huracan, ich weiß nicht, ist das beim Aventador? Das Carbon gefällt mir persönlich nicht so gut, muss ich sagen. Weil.
Es sieht so ein bisschen nach Camouflage-Optik aus, aber das ist standardsgill egal, weil der trägt eine Camouflage-Hose. Da passt das ja ganz gut. Ich denke mal, also ich werde zu Philipp auf jeden Fall mal hinpacen und mir das Auto mal angucken. Spätestens wenn mein neuer Wagen auch da ist, dann werden wir mal direkt rennen und die Fahrzeugpapiere machen. Gut, dass mein Auto mir nicht gehört, sondern Mercedes. Das passt dann an der Stelle. Also ich kann nur gewinnen. Dass man hier blinkt. Also man blinkt nicht hier hinten, sondern man blinkt hier. Wie beim Roller. Zum Beispiel hier kleiner Funfact für die Leute. Gewöhnungsbedürftig. Hier ist ein Fenster drin. Und ich habe mir sagen lassen, dieses Fenster ist da drin, weil die Leute zu faul waren, das hochzuklappen. Um den Motor zu starten. Genau, um den Motor zu starten. Da hat man das Fenster reingebaut. Audi-Schlüssel. Ja, wirklich. Aber das macht den Unterschied. Ja. Was sagst du zur Farbe, Digga? Was ist mit der Farbe los? Geil, also wir können ja auch mal kurz auf die kleinen Details eingehen, die es bei keinem anderen Huracan wahrscheinlich geben wird. Und zwar hier im Innenraum. Ja, seht ihr auch, das ist alles Ad Persona oder wie das heißt. Muss man sich extra auswählen. Hier mit den weißen Streifen. Und dann haben wir jetzt nochmal die schönen. Ah, das Akzente. Y, stimmt. Genau, ja. Und erstmal muss sagen, wir haben hier an der Seite das Performante in Blau. Mhm. Ja. Hier das Performante, dann haben wir das blaue Performante hier unten nochmal. Und natürlich als Highlight haben wir auch das Lamborghini auch nochmal in Blau hinten. Gibt's auch so ganz selten. Das ist ein schönes Blau tatsächlich. Das ist ein geiles Blau. Dieses Metallic Babyblau finde ich echt schon ganz nice. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich es mir machen lassen würde, aber so ein Urus Metallic Blau. Natürlich, hier haben wir lackiert die Dinger. Sieht einfach viel geiler aus, meiner Meinung nach. Viel sportlicher nochmal. Ja. Das ist bei GTA, das ist wie bei GTA so. Da kannst du auch den Heckdiffuser mit Lackierung aussuchen. Back to the Roots, Digga, GTA. Und ich bin Los Santos Customs gefahren und hab gesagt, hinten mit Farbe bitte. Digga, bei Standards gehen Seiten noch wieder auf Gehirn. Der fällt wie bei mir. Farbe, ich verrate, aber mir ist schon wieder Farbe. Rausgewachsen. Ich glaube, er geht alle zwei Tage. Das gibt's wohl nur einmal, das gibt so eine Charge, die da rausgebracht worden ist sozusagen. Und hier sehen wir auch schön gelben Bremssattel. Die waren vorher. Ja, schmeckt doch, Digga, schmeckt doch. Schmeckt doch. Und Felgen gefallen mir tatsächlich, Digga. Ich finde es immer krass, wenn man mal überlegt, wie viel Gewicht so eine Felge trägt. Klar, bei starker Belastung brechen die auch gerne mal, gerade bei Supersportscars. Aber das sind echt sehr schöne Felgen, ja, auch mit dieser Y-Form, finde ich ganz nice. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn das jetzt immer YT gewesen wäre, YT wegen YouTube. Man kennt ihn, absolutes Opfermobil an der Stelle dann. Geht die nicht, sondern die tauschen die kompletten Bremssattel aus. Ja, das ist halt dieses ALA-System. Hier geht halt die Luft rein. Also ja, man sieht gar nichts. Prozess, dies, das. Hier sehen wir auch das Carbon, das ist ja ganz speziell von Lamborghini. Ja, das ist auch krass. Also die Luft wird quasi einmal wirklich durch den, was geht LHX, einmal durch den kompletten Motor, beziehungsweise die kompletten, durch den kompletten Motorraum, kann man das so sagen? Das ist ja nicht der Motorraum, sondern einmal durch die komplette Karosserie quasi geleitet und drückt damit, wie gesagt, nochmal den Wagen unglaublich auf die Straße und sorgt dann halt für mehr Bodenhaftung und sowas. Das ist schon ein krass ausgeklügeltes System, sehr, sehr Feinmechanik und sowas. Und natürlich gerade für so ein Supersportscar halt echt notwendig. Ja, Chassis würde ich fast schon sagen, ja, genau. Hinten haben wir das Ganze auch nochmal. Die Scheinwerfer auch im Y-Stil, Digga. Gewohnt brutal. Geschlossen sieht der auch echt schön aus, muss ich sagen. Also erinnert mich fast schon mehr an so ein, ich weiß nicht, ob ihr das von Targa, von Porsche kennt, die Targa-Autos, die halt fast hinten schon zu sind. Ich meine, klar ist es immer noch ein Cabrio so, aber der Wagen ist ja schon durch die sehr, sehr weit vorhängende Frontscheibe und auch die hinten hochgehende Karosserie schon fast geschlossen in meinen Augen. Das sieht auf jeden Fall hier ganz cool aus, wenn das halt zu ist. Mal jetzt was gucken, wie war das jetzt hier? Nochmal ganz kurz schauen. Die Scheinwerfer auch. Ja, ist krass. Sieht auf jeden Fall echt gut aus, muss ich sagen. Ist das denn ein Hardtop, was man abnimmt? Das ist ja ein Teil hier, oder Leute? Das ist ja kein Foldable, oder? Oder faltet sich das? Wisst ihr das? Ist das ein, ja, kein richtiges Hardtop, so ein Hard-Softtop, was man abmontiert und draufsetzt? Oder faltet sich das wieder komplett zusammen? Wie funktioniert das bei diesem Ding? Das ist ein Faltdach, Leute. Das zieht sich also quasi komplett in den Kofferraum ein. Ja gut, dann ist ja da maximal gar kein Kofferraumplatz mehr, oder? Dann ist ja vorbei. Okay, Leute, schauen wir mal ganz kurz hier in Performance das Auto. Okay, Leute, jetzt kommt der Carporn. Ich stream schon. Oh, Digga, anders. Ist schon schön. Auch mit der italienischen Flagge drauf. Jeder weiß, Standardskill ist Italiener. Er mag gerne Pizza. We'll be right back.
und dick, kann man nicht anders sagen, Leute. Schon ein fettes Auto, auch eine fette Weste. Moncler-Weste, die kostet mal gut Tausender. Ein lecker Düsi. So, ich will jetzt einmal sehen, wie hier Gas gibt. Wirklich jetzt. Man hört's auch. Der Sound ist einfach... Ich hab schon sehr... Ja, schon krank. Ist schon krank. Sound. Kofferraum ist doch vorne. Stimmt. Dumm von mir, ja. Motor sitzt ja hinten. Schon auf jeden Fall ein krankes Auto, Leute. Conclusion. Vielen Dank. Und wie gesagt, für mich wäre es nichts, aber ich gönn's ihm auf jeden Fall. Viel Spaß. Komm her damit. Alla. Leute, so. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Part. Standard Skill. Du bist ein gottverdammter Ehemann. Ich gönn dir dein Auto.